Man muss schon sehr geschickt sein, um dem Gebieter des Waldes zu entkommen. Das bedeutet, dass du gefährlich bist. Verdammt. Verdammter Rucksack. Ich war zu gierig. Tja, dann erschieß mich. Oder aua. Ich muss mich bereit machen. Für die letzte Prüfung. Muss dem Lehrmeister sagen, dass ich unsere Leute verteidigt habe. Er kann leise gehen. Und wir waren abgelenkt. Ein weiterer Eindringling ging in die Falle. Und der Krieg forderte vor lauter Aufregung die ganze Beute oder zumindest die Schiefe. Oder hat davon gar nichts gesagt. Wo ist der? Hängt er noch herum, falls der Gebieter ihn nicht erwischt hat. Noch mehr Gründe, uns zu beeilen. Wenn wir das nicht machen, werden wir als Feiglinge beschimpft. Genau. Also los. Ja. Ja. Aber sag mir eins. Wie habt ihr es geschafft, ihn wirklich kennenzulernen? Er kann leise gehen. Und wir waren abgelenkt. Ein weiterer Eindringling ging in die Falle. Und Eugene forderte vor lauter Aufregung die ganze Beute oder zumindest die Stiefel. Noch ein Eindringling? Komisch. Olga hat davon gar nichts gesagt. Sie ist nicht einmal mit uns gekommen. Naja. Und? Wo ist er? Ist er noch herum? Denkt an das Wort des Lehrmeisters. Wir verteidigen uns. Angriff ist die beste Verteidigung. Was?
Ich kann mich nicht erinnern, dass der Lehrmeister das gesagt hat. Der Lehrmeister hat gesagt, wir sollen lesen. Also haben wir das in unserem Buch gelesen. Tja, wenn ihr das in eurem Buch gelesen habt, könnt ihr angreifen. Aber wir werden das nicht tun. Der Lehrmeister hat auch gesagt, dass man nicht einfach jeden töten darf. Gefangene müssen zuerst vor den Waldrat. Das haben wir von euch erwartet. Aber gut, wir kommen schon alleine klar. Und sobald wir ihn haben, hängen wir den zweiten Eindringling auch an einem Pfahl. Er ist kein Bandit. Und er hat den Mädchen nichts getan. Er hat sich nur verteidigt. Warum sollten wir ihn töten? Weil er ein Eindringling ist. Weil er wie ein Bandit hier gekommen ist, wird er wie einer gehängt. Und wage es bloß nicht, uns selbst als Banditen zu beseitigen. Das ist eine Warnung. Es reicht. Ich erkläre die Sitzung für geschlossen. Und wie es die Gastfreundschaft gebietet, werden wir jetzt gemeinsam speisen. Zum Teufel mit diesen Sachen. Ich will nicht mit ihnen essen. Keine Ahnung. Roman wird uns entscheiden, wenn er wieder da ist. Warum? Ich finde, wir hätten ihn nicht dorthin schicken sollen. Er hat ja schließlich nicht gelogen. Das war der Streuner. Abgesehen davon hat Olga ihn abgehängt. Dann ist er für seine Dummheit bestraft worden, nicht fürs Lügen. So dumm darf man wirklich nicht sein, wenn man jemanden bewacht. Er kann von Glück reden, dass der Streuner abgehauen ist. Er hätte ihm auch die Kehle aufschlitzen können. Es ist echt langweilig, hier rumzustehen. Was dieser Streuner gegangen? Vielleicht kann ich einen Ring schließen, um nicht zu weit zu entfernen. Vizia sagt, ihr seid zur Kirche gegangen. Naja, hat uns ja eigentlich nichts getan. Abgesehen davon, wer passt aufs Lager auf, wenn wir ihn alle verfolgen? Wenn wir vor der Gebiete kommen. Da habe ich wohl nicht genug nachgedacht. Vizia auch nicht. Und du siehst, wohin ihn das gebracht hat. Lerne aus seinen Fehlern, Mann. Ja, ich lerne ja bereits. Auf jeden Fall macht er es für sich dadurch nur noch schlimmer, dieser Streuner. Wenn die Piraten ihn schnappen, machen sie ihn einfach an einem Baum fest. Ja, aber die Piraten glauben, dass der wichtige Teil des Geschäfts ihrer Freunde ist. Würde das bestimmt sagen. Warum nicht? Fleißig ist die Mutter des Erfolgs. Na dann, sei irgendwo fleißig, anstatt hier deine Zeit zu vergeuden. Ich komme gerade von der Patrouille und genieße meine Freizeit. Also lass mich in Ruhe.
Aljoscha, wie ist eure Lage? Ende. Wie läuft's? Anna, bitte. Bis jetzt gibt es nichts. Sie könnten in einem Funkloch sein. Da sind überall Felsen. Jedenfalls sind sie erwachsene Jungs. Stehen bleiben, Streuner! So sehen wir uns also wieder. Ich wette allerdings, dass du nicht mehr weißt, wer dich aus dem Wasser gefischt hat. Ich heiße im Übrigen Olga. Warst du das etwa, der gegen den Gebieter des Waldes gekämpft hat? Wahnsinn! Unsere Jäger haben sich schon seit Jahren von ihm ferngehalten. Verdammt! Entschuldigung, Lehrmeister. Das Schloss ist völlig verrostet. Dein Freund Aljoscha ist bereits am Damm. Er sagte, euer Oberst würde nicht warten. Du hast also nicht viel Zeit. Tut mir leid, ich kann dich nicht dorthin bringen. Bei der heutigen Ratssitzung haben die Piraten beschlossen, euren Zug anzugreifen. Dabei durften sie den Rat ohne mich nicht einmal einberufen. Und jetzt liegt es mal wieder an mir, das zu regeln. Aber ich habe noch ein paar Minuten, um dir den Weg zu erklären. Du brauchst ein Boot, um zum Damm zu kommen. Und unsere Piraten haben alle Boote in ihrem Sumpflager. Sie geben nur ungern etwas her. Allerdings ist das auch kein Grund anzugreifen. Niemand möchte, dass Blut vergossen wird. Bleib also einfach außer Sichtweite. Nimm die Straße zur Barrikade, geh weiter bis zum Sumpf und such die Anlegestelle. Dort hatten Aljoscha und ich das Boot genommen. Möge der Lehrmeister es mir verzeihen. Ein paar liegen da noch, aber sei vorsichtig. Also gut, Streuner. Pass auf dich auf. Ich hoffe sehr, es war kein Fehler, euch zu helfen. Bestell Aljoscha einen Gruß von mir. Ich bleibe noch etwas hier, um mich um das Grab des Lehrmeisters zu kümmern. Du möchtest dich etwas ausruhen, bevor du losziehst? Eine gute Idee. Und ich komme hier gedanklich nicht weiter. Kaum hatte der Gebieter beschlossen, die Umgebung hier heimzusuchen, kamen keine Leute mehr her. Sie haben es allerdings auch nicht vergessen. Der Lehrmeister hat uns alle großgezogen, hat uns beigebracht, wie man im Wald überlebt. Ohne ihn wären wir schon längst alle tot. Die Mädchen kommen also täglich her. Die Jungs kommen auch manchmal. Sogar Roman kommt zu Besuch. Obwohl der Lehrmeister damals wegen ihm gegangen ist. Die meisten von uns gingen den Fluss entlang.
mach ihn kalt! Wir zählen bis fünf! Eins! Tag mehr Pech. Was meinst du damit? Nicht was, sondern wen? Kennst du diesen Streuner, den die Pioniere aufgegriffen haben? Ja, was ist mit dem? Der Typ ist dann kommen. Das Problem ist jetzt, dass er nicht alleine war. Na und? Wir erwischen doch immer alle. Den ersten Teil vielleicht. Der zweite ist allerdings etwas schwierig zu fangen. Viele haben es versucht, aber keine Chance. Der ist wirklich gut. Was bedeutet, wenn wir ihn fangen? Ja, dann schwören wir morgen im Haus des Lehrmeisters unseren Eid. Also, halte die Augen offen. Das ist unsere Chance, Ausbilder zu werden.
Weißt du, ob heute jemand zur Kirche gegangen ist? Ich glaube nicht. Warum? Ich habe Schüsse gehört, dass es keinen Morgen gäbe. Ich dachte, das werden sie mit überhüten. Dann sah ich Bäume umstürzen. Ich bin Gebieter verärgert. Wir haben ihn auch gehört. Das war definitiv keiner von uns. Wir haben hier keine Idioten. Definitiv irgendwas. Ich glaube, da hat sich was bewegt. Da war ein Schatten. Das ist die Stelle, ohne Zweifel. Was? Ich glaube, da hat sich was bewegt. Was ist das? Ich glaube, da unten ist etwa. Wer ist da? Was könnte das sein? Da unten? Seht ihr? Also, irgendwas ist da. Keine Ahnung, wo alle sind. Da kann ich hin. Du, ich bin unterwegs, um diesen Streuner zu machen. Da ist er! Da unten!